So, die Türen sind uns nun endlich geöffnet, beziehungsweise das Riesentor, und begeben uns mal hier rein, schauen, was passiert. Natürlich wieder mit euren Hardenbecker. Hallo. So, natürlich, Cutscene muss natürlich sein. Wo ist die Herrscherin? Wo ist der Sand? Jetzt geht's zur Sache. Was tut ihr? Ihr habt uns in eine Falle geleitet. Es tut mir leid, aber nur einer von uns kann das Schicksal heute überwinden. Tja, das werde dann wohl ich sein. Würde ich jetzt mal so sagen. Ihr seid die Herrscherin. Ich bat euch zu gehen, doch ihr kehrtet stets zurück. Dann begriff ich. Wenn ihr euer Schicksal ändern könnt, warum ich nicht auch das meine? Tja. Kann die Zukunft sich... Das ist eigentlich voll einfach, die... Man braucht eigentlich fast die ganze Zeit nur blocken. Blocken und angreifen. Übrigens gibt es ja auch tolle Kisten, die werden wir uns aber gleich holen. Wir warten noch einen kleinen Moment. Na? Gut, den unteren Angriff, den kann man nicht so einfach abblocken. So, also wir holen uns erstmal Kisten. Weil hier sind irgendwo Kisten im Raum versteckt. Muss bloß nochmal gucken, wo sie genau sind. Da hinten ist auf jeden Fall eine, da hinten ist eine Waffe, die nehmen wir uns. Genug Zeit haben wir dafür. So, hier, du darfst erstmal die Waffe fangen. Behalt die mal, ich brauche die später wahrscheinlich noch. So, eine Axt. Brauchen wir nicht eigentlich. Da hinten ist auch noch eine Kiste. Ja, nehmen wir uns mal. So. So, da können wir sie erstmal bekämpfen. Da hinten haben wir dann noch eine Waffe, die werden wir uns dann später wieder holen. Aber erstmal zu der. Ah! So, jetzt dreht sie erstmal durch. Jetzt beschwört sie erstmal irgendwelche komischen Viecher, die ähnlich sind wie der Rabengegner, also der komische Vogel da. Ihr solltet eure Zeit besser nutzen und nach einem Versteck ausschauen. Die sind aber auch eigentlich nicht schwer, wie gesagt, zweimal anspringen reicht eigentlich. So. Waffentroppen sind auch, können wir dann auch benutzen. Aber erstmal muss das wieder runterkommen. Das war jetzt nicht so toll. Ja, schrei nicht. Für diese Kühnheit werdet ihr zahlen. Fängt sie da an, sich rumzuporten. Upsala. Das war ein bisschen zu früh, zu spät. Ich hatte gehofft, der Dahaka würde euch töten. Ihr würdet von Shadi besiegt oder von den... Ha, ich doch nicht. Selbst das Schwert, das ich euch gab, hat mich mit einem Fluch belegt. Doch ihr wolltet nicht sterben. Warum wünscht ihr meinen Tod? Wie ihr bereits wisst, sah ich mein Schicksal voraus, durch eure Hand zu sterben. Wie ihr beschloss ich es zu ändern. Vergiss es. Diese Kühnheit. Ah, hat sie dann unerwartet angegriffen. Aua. Blöde Kuh. Für euch wird es so enden wie für die vielen, die vor Richtig. Euch kamen. Ah! Ups.
Ist ja gut. Ist ja gut. Ist ja gut. Schreien ist okay. Hört. Eine Klinge ruft. Huch. Huch. Ja, jetzt geht das wieder los. Das muss in Meier herkommen. Na kommt. Put, put, put. So. Nummer 1. Nummer 2. Okay, doch nicht. Er blockt gerade noch. Nimm halt den erstmal. So, er blockt. Genau. So. Jetzt. Und tschüss. Jetzt fängt sie schon an auszuweichen. Warum belästigt ihr mich? Ey! Uncool. Ah, jetzt reicht's, verdammt. Gut, jetzt mach ich den Fehler nicht nochmal. Das langweilt. Nein! Ah, okay, das war jetzt schlecht von mir. Allgemein, dass ich den Fehler 20 Mal hintereinander gemacht habe. Hätte nicht sein müssen. Irgendwo war hier eigentlich mal eine Waffe. Na, es war mal eine Waffe, sagen wir mal. Diese Kühnheit werdet ihr zahlen. Ja, jetzt hätten wir sie töten können. Wichtigere Angelegenheiten erwarten wir. Ihr verschwendet eure Zeit. Die will aber auch nicht sterben. Ein Hit. Ein verdammter Hit. Aber sie nutzt den Hit. Natürlich. Alter. Wieso verkacke ich gerade so verdammt? Endlich. Mann, hab ich schlecht gespielt. Ich will euch nichts Böses, Kaili. Ihr seid ein Torprinz. Was ihr auch versucht, ihr werdet scheitern. So, wie ich es versuchte. Und wie ich scheiterte. Es tut mir leid. Soundbug for the win. So, nach der schlechten Vorstellung geht es direkt natürlich weiter hier. Ich muss in die Gegenwart zurückkehren. Nee, lieber nicht. Jetzt wird's amüsant. So, Spiel speichern. Die Herrscherin.
So, natürlich ist das Spiel noch nicht vorbei. Ja, ein bisschen arm, dann wär's ziemlich schnell vorbei. Trotz aller Prophezeiungen meines Scheiterns habe ich die Herrscherin besiegt und die Erschaffung des Sandes der Zeit verhindert. Der Dahaka ist bezwungen und mit ihm das Schicksal selbst. Es wird Zeit, diesen Felsen hinter mir zu lassen. Da kommt er wieder. Nein. Unser Freund. Nein, nein, nein! Penner. Aua! Oh yeah. Rein hier. Wie ist das? Ich sah die Herrscherin sterben. Der Sand wurde nie erschaffen. Es kann keinen Dahaka geben. So, unser Schwert ist übrigens kaputt gegangen, wer es noch nicht bemerkt hat. Jetzt haben wir nur so einen Stummel davon. Ein Fehler. Ich war mein eigener Totengräber. So endet es also. Was im Buch der Zeit steht, kann nicht geändert werden. Nun gut, dann komm her. In meinem Bestreben, den Sand der Zeit zu vernichten, war ich es, der ihn erschaffen hat. Wer diese Zeilen liest, soll vom Mut und Ruhm der Männer erfahren, die für den Maharaja kämpften und fielen. Wir suchten die Macht und die Stärke des Sandes. Unzählige fanden den Tod. Auch ich war darunter. Doch die Maske des Todes verschaffte mir die Macht, in der Zeit zurückzureisen und mein Schicksal zu ändern. Diese Inschrift verkündet das Unmögliche. Doch die Maske des Todes verschaffte mir die Macht, mein Schicksal zu ändern. Es gibt also noch Hoffnung. Du hattest eine Chance, mich zu kriegen. Eine weitere bekommst du nicht. So, ich glaube, hier hinten liegt nichts rum. Ah, doch, eine Kiste. Gut, dass ich nochmal hintergeguckt habe. Sonst wäre ich noch schuld, dass ihr eine Kiste vergisst. So. Natürlich ist der harte Haker nicht sofort hinter ihnen her, aber sobald wir jetzt hier um die Ecke rennen, dann wird er sofort angerannt kommen. Das ist übrigens die längste Verfolgungsjagd mit ihm. Also. Eine längere gibt's gar nicht. Ist auch die schwierigste, muss man dazu sagen. Also sag ich zumindest, dass es die schwierigste ist und
teile der Meinung auch von anderen. Das war daneben. Das war jetzt arschknapp. So, Wasser. Da kommt er natürlich erstmal nicht hin. Wie gut, dass er der Hager dumm ist. Er könnte eigentlich von unten kommen, aber gut, er ist kacknug. So, das hier rausziehen. Und jetzt zeige ich euch ein Tutorial, wie man eine Geheimwaffe bekommt. Die hier gibt es nämlich auch eine Geheimwaffe. Und wir sehen hier gerade, was wir machen müssen. Wir müssen im Prinzip jetzt nochmal zweimal so eine Verfolgungsjagd starten. Zweimal? Zweimal, genau. Die Dinger da rausziehen, damit wir dann ganz hoch kommen. So, hier ist nichts. Es ist immer noch derselbe Raum. Deswegen können wir hier auch direkt weiter loslegen. Und ich hoffe, ich krieg's jetzt beim ersten Mal hin. Denn so einfach ist es nicht. So, wir gehen jetzt wieder hier rein. Und jetzt schaut genau zu. Wir müssen jetzt hier um die Ecke rennen. Da kommt der Mensch auch gleich wieder an. Boah, bin ich froh, dass er jetzt nicht angekommen ist. Das wäre jetzt schlecht gewesen. Aber jetzt kommt er mir nicht. So, jetzt müssen wir ganz, ganz schnell sein. Also wir müssen uns jetzt total beeilen. Es kann sein, dass man es nicht beim ersten Mal schafft. So, wir müssen jetzt hier um die Ecke die Waffe nehmen und sofort weiterrennen. Das ist der Rayman-Handschuh. Das ist eine geheime Waffe, die sie hier eingebaut haben in das Spiel. Also immer noch Beeilung, Beeilung, Beeilung. Dadurch ist uns ziemlich viel Zeit verloren gegangen. Ah ja, steht, oder? Nochmal das Gleiche. Das ist eigentlich ein Idiot. Der könnte eigentlich uns voll locker bekommen. Na ja, springt er schon rum. Das ist, glaube ich, sogar die längste von allen. Das zweite hier. Ich bin gerade froh, dass ich es beim ersten Mal schaffe. Aber es kann sein, dass ich es immer noch verkacke. Wir haben es. Super. So, so kriegt man den Rayman-Handschuh. Eine geheime Waffe. Eins von fünf. Es gibt insgesamt fünf geheime Waffen. Und die besondere Fähigkeit beim Rayman-Handschuh ist halt, erstmal allgemein, die Waffe geht nicht kaputt. Und noch ein Vorteil hat, die Gegner haut's um. Also, wenn man einfach mit der zweiten Waffe angreift mit dem Rayman-Handschuh, dann haut's den Gegner um. Also, ihn wirft's einfach um. Er bekommt zwar nicht viel Schaden, die Waffe macht allgemein sehr, 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 sehr wenig Schaden. Aber man hat halt den Vorteil, dass man den Gegner umwerfen kann einfach. So, jetzt wird er hier gleich nochmal ankommen, der Hager. Das ist jetzt die letzte Verfolgungsjagd hier. Zumindest hier in der Umgebung. Und das ist also auch eine, die eigentlich ziemlich schnell vorbei ist, die Verfolgung. So, jetzt nach rechts abbiegen. Und hier haben wir es schon. So. Und schon kommt er uns nicht mehr hinterher. Also erhebt sich das Ding. Und jetzt kommen wir unter so Dinger raus. Da können wir uns dann schön hocharbeiten. Na, das war die falsche Seite. Und jetzt sind wir hier durch. Scheiße, war's der Hager. So, hier haben wir noch eine kleine Kiste zum Mitnehmen. Und Leben auffüllen und speichern. Gut, ich hoffe, das Tutorial hat euch gefallen.
Also der Kampf war wirklich blöd, also ich habe mich wirklich ein bisschen blöd angestellt. Vor allem, weil ich, keine Ahnung, fünfmal denselben Fehler gemacht habe. Aber nun gut, kann passieren. Und ja, gestorben bin ich trotzdem nicht. Und den Rayman-Handschuh haben wir bekommen, die Geheimwaffe, eine von fünf. Und ja, dann würde ich sagen, einfach, wir sehen uns dann einfach im nächsten Part wieder. Ich hoffe, ihr schreibt einen Kommentar, ihr könnt gerne das Video bewerten. Und ja, dann gibt's hier nichts mehr zu sagen. Haut rein, euer HD Blacker.